Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und Claire schaut uns direkt ins Gesicht, sehr nett. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich noch weiter dieses Gebiet hier am Erkunden. Das Transportterminal Antarktis B4F. Und da sehen wir, dass wir in ein neues Gebiet gekommen sind. Und wir haben da oben noch eine Tür zur Auswahl. Allerdings ist es jetzt so, dass wir unser Item hier, also ihr habt mir gesagt, dass ich diese Schlüsselkarte hier unbedingt ins Inventar legen soll. Und ich renne hier gerade ohne Heilung rum. Das ist sehr mutig. Werden wir auch machen, aber ich würde gerne erst nochmal hier oben gucken, was wir hier oben auf dieser Treppe haben. So, Freunde. Und ja, so wie ich das auch in den Kommentaren entnommen habe, könnte dies tatsächlich die letzte Aufnahmesession von Code Veronica sein. Das wäre extrem krass. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Hier oben ist es ein bisschen langsam. Die Tür ist abgeschlossen. Hier ist eine Hülle mit in Form einer Libelle. Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Anlage zur Freigabe der Impulskanone. Wow. Schloss wird im Notfall automatisch geöffnet. Aufhebung der Sicherheitssperre im Notfall. Die zwei Schalter gleichzeitig nach rechts drehen. Nach dem Aufladen wird die Sperre gelöst. Aha. Okay. Anlage zur Freigabe. Okay, das ist noch dasselbe. Ih, was ist das da unten? Ist das die Ameisenkönigin oder was? Oh Gott. Also hier haben wir erstmal nichts zu tun, aber sieht mir so nach Finale aus hier. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich gerne jetzt nochmal zurück erstmal zum Safe-Raum. Wir suchen ja noch Steve, genau, Freunde. Wir haben beim letzten Mal Steve wollten wir suchen. Und Zombie, kommst du jetzt hier raus? Was ist das denn hier? Können wir hier rein? Können wir gar nicht rein. Aufzug zur Evakuierung im Notfall. Okay. Zombie, kommst du jetzt raus oder was ist hier los? Nee, der kommt nicht raus. Hier gehe ich später rein, weil ich möchte nämlich erstmal schnurstracks zum Safe-Raum tatsächlich. Weil ich diese Karte ablegen möchte. Weil ihr mir das gesagt habt. Und dann... Kommt jetzt hier was raus oder haben wir das schon kaputt gemacht, das Zeug? Was ist da für eine Tür? Da kommen wir nicht rein, ne? Von der anderen Seite kämen wir aber da rein. Verstehe, okay. Kommt jetzt hier wieder ein Schocker? Nein, kommt jetzt kein Schocker. Okay. Und ja, wir haben ja gesehen, wie Chris, unser Bruder, ist ja verletzt in der Haupthalle. Ach, und hier war ja die Sache mit der Shotgun. Ich hoffe, dass wir hier mit Chris nochmal hinkommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Kiste. Und da werde ich jetzt tatsächlich diese Sicherheitskarte ablegen. Ich sollte es behalten. Es ist sehr wichtig. Okay. Lieber Elliot, an dich. du siehst, sie lässt es mich nicht ablegen. Also Elliot war derjenige, der den Kommentar geschrieben hat. Und genau, wir haben ja noch unsere Magnum hier oben. Und jede Menge Granatenbuddy. Beide Güte. Also Heilung brauchen wir auf jeden Fall, denke ich. Wir haben nichts mehr an Heilung, ne? Verdammt, Freunde, wir haben nichts mehr an Heilung, nur noch das hier. Okay, aber die Granatenwerfer habe ich noch dabei, ne? Sollen wir den vielleicht... Ich weiß ja nicht, was kommt, ne? Haben wir nicht noch irgendwo Kräuter in der Ecke liegen oder so, die ich vielleicht übersehen haben könnte? Nein, sieht nicht so aus. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder raus. So. Gucken wir mal, was in der einen Tür da vorne ist. So. Genau, hier wieder durch. Und da bin ich mal gespannt, wie viel das jetzt noch ist. Also, wenn wir Steve gefunden haben, denke ich mal, können wir hier abhauen. Und dann sollte eigentlich alles gut sein. Aber, gucken wir mal.
So, hier vorne, Freunde. Hier vorne. So. Eine Metalltür. Und was haben wir hier hinter? Aha, was ist das jetzt? Ein Kartenleser. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Okay, hier brauchen wir die Sicherheitskarte. Also, du hast wohl jemanden anderes geweint, nehme ich an. Okay. Also, Elite meine ich jetzt. Der Kommentarschreiber. Und, bin ich mal gespannt. Was jetzt hier ist, also hier ruckelt es. Oder auch nicht, nee. Ein langer Gang. Habe ich was für einen Bossfight? Ich habe was für einen Bossfight. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, da ist Steve. Oha. Steve? Oh. Claire. That she did on her own father. She's completely insane. What's wrong? Oh nein. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Okay, Leute, oh Gott, ganz ruhig jetzt, ganz langsam. Alexia, was hast du mit Steve gemacht? Oh Gott. Ja, Steve hat sich in ein Etwas verwandelt. Ja, toll. Danke, Alexia. Echt super. Und dann müssen wir hier... Yo! Boah, wie viel Schaden macht das Ding? Oh Gott, ich hoffe, dass wir hier rauskommen. Okay. Alter Falter. Haben wir hier überhaupt eine Chance? Was zur... Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Also ich glaube nicht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Oh Gott. Ja, das ist... Steve, warum, warum, warum? Oh Gott. Ja, das müssen wir erstmal verdauen, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, jetzt bin ich da wieder da. Es war tatsächlich gut, dass wir alle unsere Heilung mitgenommen haben, aber das ist unsere einzige Heilung hier. Mehr haben wir nicht, und wir müssen scheinbar im Zickzack laufen. Um dem Steve zu entkommen, aber... Probieren wir das nochmal. So, und raus hier. Ah, ich hab's wieder verkackt. Shit. Boah. Was ist das für ein Drecksvieh? Was soll denn? Der macht das mit einem Schlag kaputt. Ja gut. Bis gleich.
So, ich bin jetzt nochmal hier. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Speicherung gemacht, damit ich nicht wieder hier immer wieder das nachholen muss. Kann man denn hier nicht irgendwas aktivieren? Oder eine Handfeuerwaffe ausrüsten, damit sie schneller läuft oder so? Okay, das haben wir schon gesehen. So, und jetzt direkt weg hier und direkt weg! Oi. Das ist keine Chance, Freunde. Es ist echt keine Chance. Der trifft uns einmal und dann ist gut, ne? Was ist das jetzt für eine Szene? Au! Okay. Wir sind schon orange mit einem Schlag. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen. Wir sind rot. Also ich weiß nicht, wie wir dem... Ah, wir sind aber fast da. Wartet mal, wir sind fast da gewesen. Vielleicht ohne Waffe? Wartet mal. Och, Steve. Mann, du bist ein Penner. Nee, da kann ja Steve nichts für. Das war ja die blöde Alexia. So, und lauf! Oh. Orange schon wieder. Das kann man irgendwie nicht verhindern. Das kann man nicht verhindern, dass der uns trifft. Haben wir überhaupt jetzt genug Heilung dabei? Der trifft uns immer kurz vorher, ne? Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir müssen vor dem einfach abhauen. Und lauf! Okay. Wir sind wieder orange. Ich laufe jetzt einfach... Und sie ist rot. Lauf! Oh, wir haben's! Oh, Gott sei Dank. Okay, boah, ey, was ein Kerl. Was ein Kerl. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Steve?
Oh, Freunde, harter Tobak gerade. Oh mein Gott, wie traurig. Oh, es geht direkt weiter hier. Keine Zeit für Gefühle. At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You are not worthy of its power! Okay, Parasite Eve Vibes? Alles klar. Ist doch jetzt nicht deren Ernst. Um Gottes Willen. Leute, jetzt lasst mich das Ganze erstmal sortieren. Extremes Gefühlschaos hier. Wieder Parasite Eve Vibes. Später. Was war das für eine Katze? Oh Gott, Steve ist tot, ja. Und er liebte Claire am Ende. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals? Genau am Ende, wo er gestorben ist, hat er seine Gefühle preisgegeben. Oh Mann, Freunde. Und ja, danach keine Zeit für traurige Gefühle. Es geht direkt actiongeladen weiter hier. Wesker mit seinen Matrix-Moves. Und wir stehen jetzt Alexia gegenüber. Direkt der nächste Bossfight. Und ich hoffe, dass die Shotgun-Mutti jetzt reicht. Gegen diesen Parasite Eve-Verschnitt hier. Oh Gott. Oh Gott. Geh bloß weg. Was? Die hat uns jetzt einfach mit einem Schlag kaputt gemacht. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Nochmal. Was kommt dann? Kriegen wir jetzt nochmal eine Chance oder was? Oh bitte. Ich möchte das jetzt nicht nochmal nachspielen. Ja. Gott sei Dank. Okay, mach das weg und geh zurück. Um Gottes Willen, ey, wir dürfen hier gar nicht. Ja, komm. Okay, und... Lauf weg! Gut, ey, wir dürfen da nicht zu nahe kommen, Mensch. Okay, kombiniere damit. Doch, zum Glück haben wir diesen Continue hier. Und schieß sie ab. Ah, okay, da müssen wir ausweichen. Da müssen wir ausweichen. Alles klar. Ja, okay. Das ist gar nicht so schwer.
Die spuckt Gift, okay. Ich hoffe, dass die Shotgun reicht, wie gesagt. Wow. Überall Feuer hier. Ja, das ist wirklich die Eve aus Parasite Eve. Oh nein. Oh Gott. Und weg da ausweichen. Puh. Nein, nicht nachladen. Wie geht's uns? Gelb. Boah, ich bin so schlecht. So, lauf aus dem Feuer da raus. Ja. Okay. Mann, Alexia. Okay, sie weicht zurück. Aua. Okay, wie geht's uns? Sind wir vergiftet? Orange. Okay, orange. Ein bisschen haben wir noch. Okay, und zurück. Oh Gott, so. Die muss doch irgendwann mal kaputt gehen jetzt. Puh. Okay, naht nach. Und schieß weiter drauf. Ich hoffe, dass das ausreicht. Haben wir sie? Oh mein Gott, wir haben sie. Ah. Wir haben sie und sie hat was fallen lassen. Schaut mal. Der Parasite Eve Verschnitt hier. Meine Fresse. Also wie gesagt, diese Szene hat mich gerade extrem an Parasite Eve erinnert. Mit dem Operngesang und mit der aufgehenden Flamme. Diejenigen von euch, die mein Parasite Eve Let's Play gesehen haben, die wissen, worum es geht. So, wir sind orange. Wir müssten uns eigentlich heilen, aber das wäre jetzt ein grünes Kraut verschwendet. Nimm es einfach. So. Zum Glück hatten wir die Shotgun dabei. Weil sonst wäre das echt schwer geworden. Und wir haben Alexias Halsband. Oh mein Gott. Alexias Halsband. Nimm das Metallteil weg. Das Juwel kann vermutlich herausgenommen werden. Ja, dann nehmen wir es heraus. Und dann können wir das da. Ah, dann können wir das da oben direkt einsetzen. Ja, cool. Aber ich möchte. Ich möchte bitte erstmal nochmal zurück in den Safe. Oh Gott, die steht wieder auf. Ja, war klar. War klar, dass die wieder aufsteht. Wie das mit Endgegner bei jetzt wollte ich gerade echt schon Parasite Eve sagen. Bei Resident Evil so ist, ne? Gut, aber bitte erstmal wieder hier rein. In den Safe-Raum hier. Weil dann müssen wir tatsächlich. Oh, ist das hell hier! Ja, stimmt. Und hier ist immer noch diese coole Mucke. Boah, was war das eben, ey, für ein Gefühlschaos. Erst Trauer und dann hier mit Alexia tanzen. Im Parasite Eve Style. Ja, gefällt mir. Storymäßig zieht das echt gut an. Ja, was ist denn mit dieser Gluga-Replik? Okay. Mit Chris haben wir halt die Shotgun nur, ne? Ich hoffe, dass das Ende mit Chris kommt und nicht mit Claire, weil. Die Flügel haben wir ja auch noch. Genau, wir müssen ja noch die Libelle zusammenwursteln. Bop, 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 bop. Warum bin ich eigentlich hier gelaufen? Wir können direkt dahin. Ja, wobei, speichern wir einfach einmal. Das war ja schon sehr ereignisreich gerade eben. Puh. Möchten Sie jetzt Speicherplatz einrichten? Ja, komm, dann mach. Keine Ahnung. Speicher einfach. So. Genau. Basisleitung. Falls irgendwas passiert. Betriebsraum. Alles klar. Dann können wir wieder zurück und dann können wir mal gucken. Nein, nee. Die Folge ist voll. Die Folge ist voll. Oh Mann, ja, die war ja schon ereignisreich genug jetzt, ne? Gut. Ja, dann müssen wir da das dritte beim nächsten Mal das dritte Juwel tatsächlich einsetzen. Und dann brauchen wir immer noch diese Umbrella-Karte, ne? Diese Biohazard-Karte. Und ja, bin ich mal gespannt, was da oben jetzt drinne ist in dem Herrenhaus. Ich meine, meine Güte. Tüppelt jetzt hier Alexia noch rum? Also ich meine, mit ein paar Shotgun-Schuss ist die mit Sicherheit nicht tot. Tüppelt die jetzt noch hier rum, oder? Nein, okay, aber guck mal, da oben alles kaputt. Ja, toll. Oh, was? 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 Ein Messer!
Wie sollte man die denn mit dem Messer kaputt kriegen? Jetzt mal ehrlich. Das geht doch nicht. Das nee, lasse ich auch liegen. Gut, liebe Freunde. Würde ich vorschlagen, ja, wir stehen wieder vor einer mysteriösen Wand. Hier geht es dann tatsächlich beim nächsten Mal weiter. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.